Zum Auftakt der neuen Kampagne Armut tut weh besucht die Schirmherrin Margit Fischer heute Morgen die Sozialberatungsstelle der Volkshilfe Wien. Derzeit leben in Österreich rund 460.000 Menschen an oder unter der Armutsgrenze. 250.000 davon sind Kinder. Sie sind es, die Margit Fischer besonders am Herzen liegen. Denn oft wird Armut weiter vererbt, wenn kein soziales Netz diesen Kreislauf stoppt. Bildung und Gesundheit dürfen kein Privileg reicher Menschen sein. Und ich engagiere mich vor allem auch, indem ich das Bildungssystem, den Zugang, den nichtschulischen Zugang zur Bildung fördere und da sehr, sehr viel Zeit und Energie und auch Geld investiere. Um helfen zu können, ist auch die Volkshilfe auf die Unterstützung der Menschen angewiesen. Bitte spendet, aber spendet auch eure Zuneigung und Nachbarschaftshilfe. Es reicht nicht, dass man nur seinen Obolus zahlt, sondern man kann auch den Menschen durch Zuhören, durch Eingriff, durch Helfen, zum Beispiel Einkaufen oder andere Zuwendungen, sehr konstruktiv helfen. Alle Informationen zur aktuellen Kampagne finden Sie unter www.volkshilfe.at.